Irgendwie so. Jetzt biege ich da lang. Da so, da so, da. Wie komme ich da rein? Muss ich da rein? Ja, ich muss da rein. Ich muss da rein, aber... Wie komme ich da rein? Weil... Klicken, das ist total kompliziert gerade. Wie komme ich da? Kann ich mich mit WASD... Nein, da kann ich die Kamera so... Mit WASD schon mal gar nicht. Aber mit den Pfeiltasten kann ich nur die Kamera... So, wie komme ich da rein? Hallo? Weg... Jetzt. Ah, ich hab's geschafft. Irgendwie bin ich da reingekommen. Das war ziemlich schwierig. Weil der Charakter mal gar nicht reagiert hat. So ein bisschen schade. Und das ist wirklich ein tolles Spiel. Sacred 1. Aber das das gibt leider so... Es gibt Fehler, wie zum Beispiel das, weil nicht irgendwie ein Grafikglitch oder so. Die sind ja noch okay, die behindern ja nicht... Also die behindern sozusagen das Spiel ja nicht, oder den Spieler ja nicht, weil wird ein Fehler mal eben kurz angezeigt, zum Beispiel eine Grafik flackert auf oder so, kein Problem. Aber wenn du dann dich nirgendwo lang bewegen kannst, weil einfach mal die Wegfindung total schlecht ist oder der Charakter nicht mehr reagiert auf irgendetwas... Das finde ich dann schon ein bisschen nervig und extrem. So, Gold. Hier, ne? Es hat Bing gemacht, also muss es richtig sein. Dumb heroism. Dumb heroism. Bevor wir da lang gehen, ich guck mal kurz noch hier lang. Vielleicht ist da hier auch ein richtiger Weg, denn da ist zumindest das Quest-Symbol. Nee. Da können wir auch nicht rüber, ne? Nee. Können wir nicht. Okay, wo jetzt lang? Hier oben scheinbar nicht. Das ist ja voll fies gemacht. Das muss man hier einmal so im Kreis da scheinbar lang gehen. Mach mal die Truhe auf. Nee, nichts Interessantes. Aber lol, wo soll ich jetzt lang? Hier ist mysteriös, denn hier kann ich auch nicht lang. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Wo zum Teufel? Ah, hier unten. Alles klar. Da, 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 da ist es, da ist es. Coward. Boah, bin ich glücklich. Berühren. The element of water.
The Element of Water. Erstmal speichern, damit wir das zumindest schon mal sicher haben. So. Ach, hier ist noch so ein Vieh. I'll make it quick and painless. Hm, 994 Gold ist immer schön. So, dann gucken wir mal, wo wir jetzt hin müssen, beziehungsweise... Es dürfen ja alle Elemente gewesen sein, das heißt eigentlich dürften wir jetzt andere Quests bekommen. Die vielleicht nicht unbedingt was mit Elementen zu tun haben oder nur in geringen Maßen. Wahrscheinlich eher jetzt. Oder vielleicht sogar ein neues Kapitel, wer weiß. Neues Kapitel wäre natürlich auch schön. Oder vielleicht, oder vielleicht habe ich das dann auch durch. Na, ich glaube, ein Kapitel will ich dann. Muss ich gleich nochmal gucken. Ich bin im Kapitel 3. Ja, ich nehme mal an, dass es hier vier Kapitel gibt, so wie eben ja vier Akte. Das heißt, damit bin ich wahrscheinlich noch nicht durch. Und der fünfte Akt sozusagen, oder das fünfte Kapitel, ist dann das Erweiterungspack. Das kann natürlich durchaus sein. So, guck ich mal, ob ich hier... Ne? Raus geht viel besser. Ne? So, jetzt mal kurz gucken. Wo muss ich hin? Ich guck mal kurz hier oben, denn da habe ich ja die Quest bekommen. Nein, hier nicht hin. Hier auch nicht. Ach, ich muss noch weiter runter. Ich muss jetzt hier hin. Der Element of Ancaria. Warum muss ich jetzt da hin? Aber das sieht so aus wie so ein Schloss oder so. Ist da der Endboss drin? Kann natürlich sein, dass ich hier unten irgendwie auch nochmal hin muss, aber... Obwohl, da war ich ja in dem Gebiet. Hier war ich ja schon. Hier auch sozusagen. Ich denke mal nicht, dass man hier unten auch noch hin muss. Sieht so aus, als könnte man da unten auch noch hin. Ich weiß nicht, also... Na, mal schauen. Aber irgendwie muss ich jetzt hier... Moment. You have found the switch in old Norlstadt. Now you can look for the ruins of Veragnap. Ja, da war ich schon drin. Ach so, ja, richtig. Ich muss gar nicht hier. Hier, wie man sieht, ich bin jetzt hier. Ich muss gar nicht hier so irgendwo. Ne? Ich war ja hier bei den Ruinen, die waren da drüben. Jetzt muss ich runter. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie zweimal einen Weg über den Fluss finden. Wobei hier, denke ich mal, ist da hier so. Weil hier führt nämlich direkt ein Weg dahin. Das heißt, immer nach unten, immer weiter nach unten geht's jetzt. Gerne, ne? Das, Klick, klick, ding, klick, klick. Woher kommen die denn jetzt?
Tumbleweed. Huch, hier ist ein Weg. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Okay. Sollte es etwa genau der Weg sein, den wir eigentlich nehmen sollen? Nehmen wir mal an. Killen. Stay where you are. Ha. Voller Trick, einfach warten. Dann kommen sie schon wieder angerannt. Nehmen wir mal an, dass der Weg auch direkt zu einer Brücke führt, wie ich mir das gleich dachte. Damit hätten wir das erste Problem gelöst, den Weg Gumor über den Fluss. Gumor? Hier wurde mir noch ein Händler angezeigt. Da unten gibt es irgendwelche Leute. Sliceable. Dum dum. Oh, Kettle. Undead. Wherever you look there and that undead Kettle. Please exterminate the evil. This Lich Lord. Wir sollen den Lich Lord besiegen. Das habt ihr nicht gesehen. Das mache ich mal gleich weg. Ist das jetzt der richtige Weg? Der führt so weg von... Ach nee, der führt wahrscheinlich noch zum Händler. Hier rein? Hier geht er da rein. Nee, den nehme ich nicht mit. Da ist der Händler. Hallöchen. Erstmal hier den ganzen Stuff verkaufen. 30, 41. Du, du, du. Schön, schön. 39, was haben wir hier?